Ja, herzlich willkommen zu diesem kurzen neuen Video. Es ist Samstagmorgen, ich sehe noch nicht ganz so frisch aus, aber egal. Gestern kamen auf jeden Fall News von unserem, ja, inzwischen schon fast Lieblingssoftwarehersteller aus Bochum, von der Firma Tenado. Und ja, deswegen will ich jetzt hier mal so ein bisschen über den aktuellen Stand und die Hintergründe informieren, weil das ja, denke ich, für die Community doch ganz interessant ist. Also, fangen wir an mit dem Hintergrund. Tenado konnte ja eine Zeit lang die Lizenzen nicht aktivieren. Das kam wegen irgendwelchen EU-Sanktionen, kam auch mehr oder weniger plötzlich. Ob da jetzt Tenado was von wusste oder nicht, keine Ahnung. Manche unterstellen ja die tollsten Sachen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man auch bei Tenado nicht die Blickweite hatte, das vorher wissen zu können. Grundsätzlich war die Situation aber erstmal da und die Software war teilweise nicht mehr nutzbar. Was dann jedoch passiert ist, war eigentlich eine Historie des schlechten oder gar nicht mehr vorhandenen Supports. Also die ersten 3 bis 4 Tage war ja komplett abgetaucht von Tenado. Da war niemand zu erreichen. Da hat die Community auf Facebook oder verschiedenen Foren schon Lösungen, bevor überhaupt von Tenado mal jemand sich da zu Wort gemeldet hat, außer das Programm funktioniert nicht mehr. Ja, na, konnte dann eine Zeit lang über T-Flex, über Russland die Lizenz wohl wieder aktivieren. Das hat ganz gut funktioniert. Das funktioniert aber inzwischen auch nicht mehr. Ich weiß jetzt aber nicht, wer das dann verhindert hat, dass das funktioniert. Mein Gefühl sagt, dass es von Tenado kommt, aber dafür bin ich zu wenig im Thema. Kann ich gar nichts zu sagen. Auf jeden Fall ist es zurzeit so, diese T-Flex-Lösung funktioniert nicht mehr. Was funktioniert ist, dass Tenado im Fall, dass ihr keinen Zugriff habt auf die Lizenz, euch so eine Art Online-Tunnel zur Verfügung stellen kann. Der geht allerdings nur von Montag bis Freitag irgendwie von 7 bis 15 Uhr. Und wann machen die Schlosser Werkplanung? Kenne ich ja von mir selber abends und am Wochenende, weil tagsüber ist ja immer Action und dann hat man eben auch mal was anderes zu tun, als irgendwie zu zeichnen. Aber gut, meiner Meinung nach war das eigentlich schon enttäuschend genug. Und ja, trotzdem geht's noch ein bisschen weiter mit den aktuellen Entwicklungen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, einige von euch vielleicht auch, manche nicht, in dem Tenado bzw. Revelize uns ein neues Angebot unterbreitet. Also das ist der Titel. Es ist quasi ein neues Angebot. Und man bekommt ein 3D Customer Support Package statt des bekannten Pro Services. Das liegt einfach daran, dass der Pro Service, den es die ganze Zeit gab, oder vielleicht hat er jetzt auch nochmal einen anderen Namen gehabt, ich kenne es noch von früher, da war es der Pro Service, der hat ja als Leistungsumfang die Updates gehabt. Und das kann Tenado halt zurzeit nicht mehr zur Verfügung stellen, weil sie keine Updates oder gar keine Lizenzen mehr rausgeben können und auch ja auch keine neue Software, was ja auch bekannt ist. Auf jeden Fall sind sie ja zu dem Schritt mehr oder weniger gezwungen, weil sie eben ihren Teil des Vertrags nicht mehr erfüllen können und machen jetzt ein neues Angebot. Und wenn ich eine E-Mail kriege mit neues Angebot, dann bedeutet das für mich ja erstmal, dass man das Angebot irgendwie annehmen kann oder auch eben nicht. Dann schreiben sie noch, ich lese jetzt mal ab. Vielen Dank, dass Sie zu unseren Tenado-Kunden gehören. Wir bedanken uns für Ihre Treue und sehen es als unsere Verantwortung, Sie bestmöglich zu betreuen. Also wenn das, was bis jetzt gelaufen war, bestmöglich war, also da, wenn jemand sagt bestmöglich, habe ich eine andere Vorstellung davon. Aber egal. Ich lese mal weiter vor. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Tenado jetzt eine Marke von Revelize. Als Teil von Revelize möchten wir Ihnen ermöglichen, von unserem umfassenden Angebot zu profitieren. Deshalb werden wir uns in Zukunft regelmäßig mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über Updates und Neuerungen zu informieren. Updates wahrscheinlich eher zur Lizenzgeschichte und Updates und Neuerungen gibt es nicht, dazu aber später nochmal mehr. Zuletzt haben wir das Programm um einige Funktionen erweitert. Die DSTVNC-Exportfunktionalität, die Zuschnittsoptimierung und die Live-Vorschau für 3D-Treppen, um den Einsatz ihrer Software innovativer zu gestalten.
Zu dieser DSTV-NC-Geschichte kann ich eigentlich nicht so viel sagen, weil die meisten Stahlhersteller jetzt schon eins weiter sind und auch mit einer normalen Step-Datei arbeiten kann. Da muss man sagen, ist Tenado einfach 20 Jahre zu spät, weil diese DSTV-Geschichte gibt es schon eine ganze Weile und das ist eigentlich die ganze Zeit nicht integriert, war es eigentlich schon ein Witz, aber gut. Die Zuschnittsoptimierung, keine Ahnung, ob die jemand benutzt. Ich finde die fürchterlich, ich kriege da Schreikrämpfe, wenn ich das sehe. Aber es war ein großer Wunsch aus der Community, dass sowas eingebaut wird. Man hätte das bestimmt auch noch besser machen können oder auf die Dauer wird es dann wahrscheinlich noch zu was Brauchbarem geworden. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert es halt nur, sagen wir mal, sehr theoretisch. Dann die Live-Vorschau für Treppen. Das ist tatsächlich relativ gelungen. Muss ich aber auch sagen, dass man früher in dem alten Treppengenerator die Höhe fast gar nicht mehr ändern konnte. Ja. Das war halt auch utopisch schwach. Und jetzt kommt der Satz, ich lese es wieder vor, was es in meinen Augen schon fast ein bisschen utopisch macht. Ihre Vertragsverlängerung umfasst wesentliche Veränderungen, auf die wir aufmerksam machen möchten. Das heißt, Ihre Vertragsverlängerung, entweder impliziert es, dass ich das Angebot annehmen sollte oder ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt rechtlich ist, ob ich es jetzt schon automatisch angenommen habe, ob sie es sozusagen von alleine verlängert. Ja, aber ich schreibe ja nicht, ich unterbreite Ihnen ein Angebot und dann so, Sie haben es ja eh schon abgeschlossen. Also es macht ja wieder keinen Sinn, keine Ahnung, da müsste ich mich jetzt auch genauer einlesen. Und jetzt kommt das, was mich wirklich aufregt, wo ich wirklich sage, das ist in meinen Augen eine ziemlich große Frechheit. Es gibt ein neues Support-Paket für Tenado 3D. Da geht's schon los. Wir haben ja Tenado Metall 3D und nicht Tenado 3D. Das heißt, den Support bekomme ich den jetzt auch fürs Metallprogramm, bekomme ich den nur fürs reine CAD? Keine Ahnung. Dieses umfasst den technischen Support für dokumentierte Produktfunktionen und den Kontakt zum Support-Team. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch in den letzten 2 Jahren mal Kontakt hatte zum Support-Team. Ihr könnt euren Unmut gerne in den Kommentaren äußern. Außerdem beinhaltet es den Zugang zum Customer-Portal, das Ihnen ermöglicht, Anfragen in Echtzeit einzureichen und zu verfolgen. Ich habe keine Ahnung davon, was dieses Portal ist, seitdem Revleister irgendwelche Portale und Support-Gedönse macht. Bin ich da eh nicht mehr im Thema. Ich habe mir das nie angeschaut. Wenn ich Probleme habe, rufe ich an. Und bei mir, meine persönliche Erfahrung war, wenn ich angerufen habe, war immer jemand dran, der mir sofort weiterhelfen konnte. Aber es war auch immer derselbe Mitarbeiter. Ich gehe nicht davon aus, dass das bei euch auch so ist oder dass das bei allen so ist. Die Vertragsverlängerung beinhaltet das Supportpaket mit einem Preisnachlass von 20% im Vergleich zur bisherigen Vereinbarung. Der Pro-Service oder Premium Care, keine Ahnung, wie es dann am Ende hieß, hat ja immer mit den Updates, weshalb das jeder gekauft hat, 1400, 1500, irgendwie sowas gekostet, um 1500 Euro. Jetzt gibt man uns 20% Preisnachlass dafür, dass man nur noch den Support hat. Das sind dann 20%, sind wir noch weit über 1000 Euro. Nehmen wir mal an, die Hotline hat einen Stundenlohn von 100 Euro. Ob die jetzt die Arbeit so gut machen, dass 100 Euro gerechtfertigt sind, das will ich jetzt nicht bewerten. Dann müsste ich schon über 10 Stunden im Jahr mit denen telefonieren. Also ich telefoniere vielleicht 45 Minuten oder 30 Minuten im Jahr mit denen und dann 1000 Euro nur für den Support. Finde ich schwierig. Na gut, es kommen dann noch eine weitere Übersicht zu den Support-Leistungen. Man erhält Zugang zu irgendeinem Portal, wo man die Kundenanfragen sehen kann. Man kann auf das Online-Knowledge zugreifen, was auch immer das ist. Es werden irgendwelche Videos sein, keine Ahnung, ob die schon mal jemand angeschaut hat. Man bekommt diesen Live-Zugang mit Telefonsupport und Rückrufhilfe von 8 bis 17 Uhr. Wer das braucht. Eine technische Unterstützung für dokumentierte Produktfunktionen. Weiß jetzt nicht, ob das alle sind. Was ist mit den nicht dokumentierten Produktfunktionen? Also, keine Ahnung. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich lustig finde. Beinhaltet nicht die Bereitstellung von neuen Versionen oder Software-Updates.
Und wenn jetzt die Verträge umgestellt werden vom Pro-Service oder Premium Care zu diesem neuen Support-Gedönse und da werden schon die Updates rausgenommen, dann ist das ja eigentlich schon ein Zeichen, dass mittelfristig keine Updates mehr zur Verfügung gestellt werden können, weil sonst würde man das da nicht so explizit ausschließen, beziehungsweise wäre es dann so, dass man dann für die Updates nochmal größere Summen bezahlen soll? Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, der Support ist halt einfach eigentlich unbrauchbar für den normalen 0815-User. Der hat vielleicht zweimal im Jahr eine Frage, die lässt sich auch irgendwie über die Community klären. Und wenn man dann keine Updates mehr hat, ist jede Form von Wartung, die da zu bezahlen ist, eigentlich sinnlos. Dann kommt noch dazu, wenn der Kunde den Support kündigt, nimmt er zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass er nicht nur keinen Support mehr erhält, also keinen Support durch Tenado, sondern auch keinen Zugang mehr zum Supportportal, ist ja klar, zum Global Customer Support Team oder zur Wissensdatenbank. Also man hat wohl einen eingeschränkten Zugang dazu, irgendwelchen Sachen, die ich eh nicht kenne. Und dann geht es natürlich noch weiter. Man soll nämlich aufgrund der aktuellen Geschehnisse die Tenado-Lizenz nicht deaktivieren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt dieses Support-Gedönse kaufen würde, könnten sie mir die Lizenz nicht so zur Verfügung stellen, wie ich es schon immer hatte und jetzt noch habe, wo ich ganz normal immer arbeiten kann und nicht nur diese unter der Woche Vormittagsgeschichte. Wir können zurzeit keine neuen Lizenzschlüssel zur Verfügung stellen. Wir arbeiten allerdings intensiv an einer neuen Lösung. Ja. Natürlich kann man jetzt nicht schreiben, wird nie wieder was. Deswegen schreibt man halt, wir arbeiten intensiv an einer Lösung. Dann kommt wieder unten drunter, wir freuen uns, dieses Angebot unterbreiten zu können, bla bla, und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Das heißt, für euch kurz gesagt, es gibt keine Updates mehr. Wenn die Lizenz weg ist, ja, keine Ahnung, dann bekommt ihr eben dieses 35 Stunden nutzbare Geschichte von montags bis freitags von 7 bis um 3. Und ihr werdet keine Updates mehr bekommen und auch keine neuen Versionen. Zumindest ist das nicht absehbar. Und das ist für mich eindeutig das Ende, wie es einfach sinnvoll ist, das Programm zu benutzen. Klar, das Programm ist da. Das jetzt nicht mehr zu benutzen, ist ja auch Quatsch. Jetzt sofort auf ein neues umzustellen, wird bei mir jetzt auch nicht der Fall sein. Vor allem geht es da ja um finanzielle Mittel und auch um Zeit, weil unsere Fertigung läuft ja, die Projekte sind ja angefangen, in Tenado zu planen. Nur ich von meiner persönlichen Seite her sehe das nicht, dass wir in 5 Jahren noch mit Tenado arbeiten und auch nicht in 2 Jahren. Weil generell der Umgang, dann diese Preise für Support, das ist nicht das, was ich erwarte. Mir stinkt das auch, ich habe keine Lust drauf, ein neues Programm zu kaufen, ich habe keine Lust, mich einzuarbeiten. Ich komme aber leider nicht mehr drum rum. Und ja, ich sag mal, es hätte, wenn sie, wie sie geschrieben hatten, bestmöglich versucht haben, das zu unterstützen. Es gab ja nicht mal einen Viewer oder einen Konverter, der mir aus einer GRB-Datei, aus einer Tenado-Datei eine Step oder eine EFC machen kann, dass ich in anderen Programmen weiterarbeiten kann. Das ging ja dann teilweise auch über die Community, dass einfach Dateien umgewandelt wurden, damit die Leute, weil viele mit mehreren 3D-CAD-Programmen arbeiten, einfach weiterarbeiten können. Und das ist einfach nicht mein Anspruch, den ich habe an ein CAD-Programm. Und deshalb denke ich, dass das in der Konstellation nicht mehr weitergeht. Zumal wir wissen alle, der Support ist halt keine 1000 Euro oder kein Betrag über 1000 Euro im Jahr wert. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist für mich ein attraktives Angebot, ich würde das kaufen, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Und dementsprechend ist das ja auch von der finanziellen Seite her, denke ich, dann auf Dauer für Tenado auch nicht mehr machbar, weil ohne Neugeschäft vom Hauptprogramm und ohne laufende Einnahmen durch das 3D-Programm, ja, wie soll sich der ganze Laden bezahlen? Ich habe jetzt natürlich keinen Einblick in die Zahlen und in die Pläne, die die Leute da vor Ort haben. Wenn das Programm wieder auf die Beine kommt, ich bin nach wie vor ein großer Fan vom Programm, ich benutze das sehr gerne.
Ich komme damit auch super klar. Klar, es hat seine Macken, aber wie ich es neulich in einem anderen Video schon mal gesagt habe, es gibt halt doch den Unterschied zwischen einem 4.000 und einem 10.000 Euro Programm. Das ist halt so. Aber unter den Umständen und auch in der Kommunikation ist das eigentlich, denke ich mal, für mich und auch für die meisten von euch nicht so sinnvoll, damit weiterzuarbeiten. Ihr könnt ja mal gerne eure Kommentare in die Kommentare schreiben, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ist für mich auch nochmal wichtig zu erwähnen, ich gebe jetzt nur die Informationen von Tenado weiter und gebe halt meinen Senf dazu, meine bescheidene Meinung für die Leute, für die das interessant ist, weil mir jetzt doch ganz viele geschrieben haben. Was ist denn jetzt genau los? Und jetzt seid ihr auf jeden Fall am aktuellen Stand. Wie es bei mir weitergeht, ist sowieso noch unklar, aber da wird auch in den nächsten Tagen noch was Neues kommen, eine Richtung, in die es gehen könnte. Da sind wir zurzeit schon ein bisschen dran mit einem gegebenenfalls neuen Partner. Und dann wird man vielleicht auch bei mir dann in näherer oder nicht so näherer Zukunft ein neues CAD-Programm ab und zu mal sehen auf dem Kanal, aber dann erstmal weiter mit Tenado. Dann hoffe ich, ich habe euch nicht zu lang vollgelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich muss jetzt weiter arbeiten, damit ich mir ein neues Programm leisten kann. Und ja, bis zum nächsten Video. Vielleicht auch mal mit besseren Neuigkeiten. Ciao.